Hallo, meine Lieben. Ich habe noch einen kleinen Mini-Action-Haul für euch. Wie ihr vielleicht ja schon gehört habt, die neuen Sachen kommen bei uns irgendwie nicht an. Aber ich habe jetzt tatsächlich endlich mal die neuen Craft-Papierblöcke bekommen. Ja, die es irgendwie schon ewig gibt. Und jetzt gibt es sie auch bei uns. Ja, ich bin ein bisschen beleidigt irgendwie, dass das alles nicht so wirklich bei uns ankommt, aber was soll man machen? Irgendwann werde ich es auch finden. So, dann gibt es einmal hier diesen Sweet Dreams. Den habe ich direkt zweimal mitgenommen. Fand ich toll wegen diesem schwarzfolierten. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist neu, dass es auch mal was schwarzfoliertes gibt. Fand ich mega cool. Und es gibt so ein Blatt, das finde ich total genial. Und zwar ist es das hier. Das ist so richtig schön schwarz foliert. Der ganze Hintergrund fand ich mega cool. Ja, den zweimal. Dann einmal diesen Dots and More. Das ist dann mit Silber und Gold. Ja, kann man immer gebrauchen. Das ist halt wirklich so total schlicht. Kann man überall mal verbasteln. Dann gibt es den Blossom. Ich mache das jetzt alles total schnell, weil ihr kennt die wahrscheinlich alle schon, ne? Das hier, das Bild, ach, das Blatt mit den Schwalben. Das fand ich mega cool. Ach ja, das schreit direkt nach einem Rockabilly-Teil. So, wundervoll, ne? Mit Rosen und so weiter und so fort. Dann gibt es Love Life, den fand ich auch ganz süß. Hier mit so Schmetterlingen und Blümchen. Und ich habe es mir deswegen eigentlich geholt. Das ist mega hübsch. Love you to the moon and back. Mag ich ja sowieso sehr gerne diesen Spruch. Ja, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das fand ich auch sehr cool mit dieser Schrift. Da steht halt in ganz vielen Sprachen, ich liebe dich drauf. Aber fand, ja, auch mal was Schickes. Dann gibt es Waterbeads. Den fand ich auch ziemlich cool, um mal hier sowas mit Reise oder sowas zu machen. Ja, ne? Was man halt so kennt. Fischchen, Wasser, 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 Seesterne und so weiter und so fort. Und einmal Cozy Times, den fand ich auch süß. Bastel im Moment sowieso sehr viel mit diesen Mini-Blöcken. Deswegen durften die jetzt erstmal alle mit. Ich meine, die sind sogar günstiger als die normalen kleinen Blöcke. Ich habe leider den Kassenzettel nicht mehr, aber ich meine, die wären günstiger gewesen und kosten irgendwas um die 60 Cent oder irgendwas. Dann habe ich auch von den anderen neuen Blöcken was bekommen. Und zwar habe ich mir direkt dreimal von diesen gestreiften und gepunkteten Sachen, dieses Basics, Colors, was auch immer mitgenommen. Den finde ich auch sehr schön. Einfach um mal so was ganz Neutrales halt zu haben. Ja, braucht man immer mal, ne? Also, das ist halt, die Farben sind süß, die sind alle auch so ein bisschen gedeckt. Dann habe ich den Black and White mitgenommen. Von dem habe ich auch schon was verbastelt. Und das finde ich auch mega hübsch. Hier mit diesen Pusteblumen oder was das sein soll. Ja, deswegen ist der jetzt nicht mehr vollständig. Ja, das ist wieder sowas. Das hätte ja für mich nicht da drin sein müssen, weil das ist für mich kein Schwarz. Das ist eher so ein bräunlich-lila-grün irgendwas. Naja, egal. So, diesen und dann gab es noch den hier, Vintage Soft Tones. Das waren auch die einzigen, die es bei uns gab. Ja, geht immer, ne? Die Farben. Mint ist ja eh total meins. Mit Holz. Ja, das geht immer. So, das waren die Blöcke, die ich ergattert habe. Dann habe ich halt noch seit gestern den unglaublich tollen Alpaka in Friends. Danke, liebe Steffi. Danke nochmal. Dann habe ich mir eine Parkscheibe gekauft, weil meine immer flöten geht. 29 Cent. Toll, ne? Und die ist irgendwie so aus Kunstleder. Also hoffe ich, dass die sich nicht so schnell auflöst wie diese Pappdinger.
Ich schmeiße nämlich immer meinen Eiskratzer damit rein. Dann habe ich einmal hier Geschenkband mitgenommen für Weihnachten, weil ich noch so ein paar Tütchen verknoten muss. Und habe dann erst gesehen, dass hier sogar hier so Klebeschleifen mit drin sind. Ja. Das war auch irgendwie was um die 50 Cent. Wie gesagt, ich habe den Kassenzettel nicht mehr. Dann gibt es... Ich mache euch mal ein bisschen... So, das blendet alles, ne? Das ist, ich habe hier 10.000 Lampen an, weil es so dunkel ist. Aber ihr seht es, ne? Es ist ein Bilderrahmen hier mit so Klemmerchen und so. Die mache ich halt immer raus. Die eignen sich ganz gut, um darunter irgendwie was hier Quilling-mäßiges oder sowas zu machen. Und diese kleinen Teile kann man ja auch irgendwie für was anderes benutzen, ne? Als Die-Cuts oder sonst irgendwie was. Haben gekostet 1,99. Dann habe ich einmal einen in Schwarz mitgenommen und einmal einen in Weiß. Diese. Ich muss das mal irgendwie hier so hinstellen oder so. 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 Zack. Liegst du? Ja. Perfekt. Dann habe ich mir einmal was zum Naschen mitgenommen. Ich stehe im Moment total auf Studentenfutter. Und habe am allerliebsten das, wo dann noch so schokoladenüberzogene Espressobohnen drin sind. Aber das ist halt auch relativ teuer. Jetzt fand ich das halt ganz cool. Ja, Schokoladen-Frucht-Nuss-Mix. Und Frucht ist dann anscheinend Rosinen. Und dann hat man hier so Nüsse und ein paar davon sind mit Schokolade überzogen. Jetzt werde ich mal testen, ob das vielleicht eine gute Alternative zu dem teuren Zeug ist. 1,49 oder so hat das gekostet. Kann man echt nichts sagen. Dann habe ich einmal Geschenkpapier mitgenommen. Und zwar ganz neutrales, einfach so mit so ein paar Streifen drauf, weil ich tatsächlich nur Kindergeschenkpapier habe. Ist mir jetzt mal beim Einpacken so aufgefallen. Und ja, da musste mal was anderes her. Dann habe ich mir noch mal zweimal diese Magnetik-Foto-Paper mitgenommen. Ich habe mir nämlich eine tolle Aufbewahrungsmöglichkeit für meine Stanzen und Stempel bestellt. Die zeige ich euch natürlich dann auch, wenn es kommt. Und dafür brauche ich die dann nochmal. So, dann habe ich das mitgenommen. Und zwar wollte ich da mal reingucken. Ja, ich habe es schon mal aufgemacht. Ich wollte nämlich eigentlich nur diese Meerjungfrau benutzen. Ja, also das ist schon relativ kräftiges Papier. Die hat jetzt aber hier im Kopf hat die ein Loch, wo man nämlich diese, wie auch immer man das nennt, hier diese Quaste eigentlich durchziehen soll, warum auch immer. Hier diese kleinen Bobbelchen hier, die soll man irgendwie wohl da drauf kleben, laut Anleitung. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich werde das wahrscheinlich so benutzen, das ausmalen. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausmalen lässt, weil das relativ glatt ist hier alles. Ich weiß nicht so genau, ob das hält. Aber das werde ich mal testen. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich wollte das halt jetzt nicht als 3D-Motiv. Also normalerweise steckt man das dann halt hier so zusammen, ne? Und dann kann man das so hinstellen. Aber das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen blöde. Also werde ich das anders benutzen, weil es stellt sich hier auch einfach keiner hin. Außer vielleicht kleine Kinder, aber da bin ich ja jetzt nicht mehr. Und dann gab es auch bei uns neue Stempel. Einmal diese Blümchen. Make today amazing. Ja, Blümchen gehen einfach immer, ne? Kann man immer super schön hier kolorieren und so. Fand ich genial. Dann gab es einmal das. Hier mit den Noten, Musikinstrumente. Ja, die Eule finde ich ein bisschen creepy. Das finde ich jetzt auch nicht ganz so toll hier, das. Aber der Fuchs, ne? Ist der nicht cool? Superschön. Ja, dann gab es hier dieses Reisemotiv. Das habe ich jetzt zweimal. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil meine Mama freut sich, dass sie eins davon abbekommt. kann man immer gebrauchen. Für ein Reisealbum geht das einfach immer. Was mich immer ein bisschen nervt, ist, dass immer Paris dabei sein muss, ne? Weil ganz ehrlich, ich war noch nie in Paris. Das ist von uns aus, ich glaube, ich brauche 2 Stunden mit dem Zug, weil das echt total nah ist. Also wir sind sehr nah an Frankreich, aber ich habe irgendwie auch nicht so das Bedürfnis, dahin zu fahren. Warum auch immer. Naja. So, und dann haben wir das hier mit dem Tee.
Das kann man natürlich auch irgendwie hier so die Tassen, also die hier zum Beispiel als Kaffeetasse benutzen oder so. Aber ich habe ja viel Kaffee und Tee nicht so viel. Deswegen durfte das mal mit. Und die hier fand ich natürlich auch mega schön, diese Unterwassertiere. Gerade hier die Qualle. Und hier der Oktopus und die Schildkröte. Superschön. Wirklich. Das ist mega, mega hübsch. Und das passt natürlich auch wieder total gut zu dem einen Lux Paper Block, den ich bekommen habe, der ja auch dieses Unterwasser und Strand und sowas dabei hatte. Ja, das waren jetzt nur 5. Ich vermute, dass es einen 6. gibt. Den habe ich aber nicht gefunden. Also ich habe alles durchgesucht. Und naja, vielleicht läuft der mir ja mal nochmal über den Weg. So, das war's mit meinem Mini-Action-Haul. Viel Neues war jetzt nicht dabei, aber man muss ja mal so zeigen, was man so ergattert hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und ich hoffe, dass noch mein Millicree-Paket kommt. Dann gibt's nämlich nochmal ein Haul. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!